Willkommen zurück bei MIK Motoren. Vielen Dank erstmal für das ganze Feedback, was ihr so gegeben habt. Wir haben uns überlegt, wir gehen heute mal auf eure Wünsche ein und machen mal so ein Maschinenvideo einfach und zeigen einfach mal, wie eine unserer Maschinen funktioniert. Wir haben uns jetzt erstmal fürs Bohrwerk entschieden. Ich habe hier so einen M3-Motorblock aufgespannt und ja, den werden wir jetzt mit euch zusammen einmal bohren und ein bisschen ins Detail gehen. Ja, kommt mal ran hier. Ich zeige euch mal, weil wir gucken mal gemeinsam hier, was der Motor für eine Beschädigung hat. Der Klassiker bei einer langen Laufleistung. Total riefig der Zylinder, man fühlt es schon. Sind mehrere Zylinder betroffen. Zusätzlich haben wir hier so Auswaschungen. Sieht man so, ja, ungefähr im oberen Drittel des Zylinders. Das ist der Kipppunkt des Kolbens. Das heißt, hier oben sind die Kolbenringe und kippen. Und das Kolbenhemd kippt hier gegen den Zylinder. Ja, hier sieht man es jetzt schon relativ deutlich, weil der Motor schon eine hohe Laufleistung hat. Wir bohren das auf und dann kriegt er hier einen schönen Satz Übermaßkolben. So, wir holen uns jetzt zuerst das Maß der Zylinder, damit wir jetzt erstmal prüfen können, wo wir überhaupt stehen. Ungefähr. Hat vielleicht schon einer auf Übermaß gebohrt oder dergleichen? Oder haben wir irgendwie einen Verschleiß, der über das hinausgeht, was wir uns jetzt irgendwie denken? Wir sind jetzt hier überall auf 87 mm. Diese Innenfeinmessgeräte sind jetzt nicht so der Hit. Wenn es nachher um wirklich ein Hundertstel geht, dann nehme ich natürlich die manuelle Innenfeinmessuhr. Wir haben also hier noch 87 mm, das ist Serienmaß. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir mit unseren 87,5er Kolben noch einen halben Millimeter Luft haben. Das heißt, wir bohren diese Zylinder jetzt einen halben Millimeter auf. So, wir beginnen hier mit dem ersten Zylinder. Ich habe den Block eben schon einmal geplant. Das mache ich immer vorher, weil dann kann man immer schön erkennen, ob irgendwo Risse entstanden sind oder andere Beschädigungen in der Planfläche, wo wir dann vielleicht noch nachbearbeiten müssen. Ist nicht der Fall, deswegen fangen wir an zu bohren. Das ist hier unser Bohrkopf. Wir haben nur eine Schneide, die wir dann im Prinzip durch die Bohrung laufen lassen und so das Material abtragen. Als erstes ist es wichtig, den Bohrkopf natürlich in der Bohrung zu zentrieren. Dafür haben wir eine ganz coole Funktion an der Maschine. Ich kann den gesamten Kopf hier auf ein Luftkissen im Prinzip pumpen. Das habe ich jetzt gerade getan. Und jetzt kann ich den mit der Hand so bewegen. Dann habe ich hier so eine Zentrierungstaste. Zack. Ich habe es, glaube ich, du hast es nicht gesehen. Ich mache es nochmal. Auf die Bohrung. Wenn ich die jetzt drücke, zack, stellt er sich genau in die Mitte des Zylinders. Dazu nutzen wir jetzt unseren Bohrkopf. Den habt ihr schon im ersten Video einmal kurz gesehen. Den kann ich hier über so eine einfache Funktion ganz schnell in der Bohrung zentrieren und jetzt eben aus dem Mittelpunkt heraus die Schneide zustellen. Ich mache mal so, dass ihr es sehen könnt. Zack. So, ein bisschen tief hier. Ich schiebe jetzt als erstes den Meißel erstmal einfach nur ans Material ran, um einfach mal den Durchmesser, der jetzt vorhanden ist, zu übertragen auf den Bohrkopf und fahre dann entsprechend raus. Jetzt haben wir im Prinzip genau den Durchmesser eingestellt, den wir hier vorhanden haben. Das heißt 87 mm. Wenn wir jetzt durchbohren würden, würden wir kaum was rausnehmen. Jetzt brauche ich mein Werkzeug. Am liebsten würde ich mein Werkzeug hier nehmen. Nämlich ganz cool und sehr professionell. So, dann habe ich hier dieses hübsche Werkzeug. Das nutze ich zum Zustellen. Und zwar hefte ich das hier mit einem Magneten an meinen Bohrkopf. Das bewegt sich also immer mit. Der Punkt hier vorne, wo die Schneide den Messkopf berührt, bleibt also immer gleich. Und jetzt kann ich hier über die Messuhr, wenn ich die auf 0 stelle, den Meißel jetzt raustickern. Und zwar stelle ich den jetzt einfach mal pauschal 2 Zehntel raus, um euch zu demonstrieren,
wie das Ganze funktioniert. So, das war's. Ist jetzt 2/10 rausgestellt. Jetzt fragt ihr euch natürlich wahrscheinlich, waren das 2/10 im Radius oder waren das 2/10 im Durchmesser? Ich weiß es, aber ihr werdet es jetzt gleich sehen. So, Maschine läuft jetzt schon, aber ich habe noch keinen Vorschub eingestellt, denn ich muss erstmal wissen, bis wohin wollen wir denn überhaupt fahren. Wenn ich jetzt starte, dann fährt die Maschine einfach unendlich weit, was heißt unendlich weit, so weit wie sie kann, unten durch. Deswegen ermittle ich jetzt hier in einem anderen Zylinder die Bohrtiefe. Das sind ungefähr, ja, 145, 150 mm. Das kann ich jetzt hier eingeben. 150 mm. Passt. Und starte. So, während die Maschine jetzt am Bohren ist, haben wir im Prinzip nicht ganz so viel zu tun, außer abzuwarten und aufzupassen, dass nichts Unvorhergesehenes passiert. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie hat denn der den Zylinder jetzt überhaupt ausgerichtet? Steht der Block überhaupt gerade? Da kann ich euch sagen, ich habe den Block vorher auf der Dichtfläche gereinigt oder die Dichtfläche des Blocks gereinigt. Das heißt, er steht komplett plan auf und wir sind mit einer Messuhr im Prinzip hier den Zylinder runtergefahren. Das ist wichtig, damit die Zylinder wirklich auch gerade zur Hauptlagergasse laufen oder verlaufen. Jetzt ist der Zylinder unten fertig gebohrt, beziehungsweise der Bohrkopf durchgefahren. Wir hatten jetzt nicht so viel zu tun während der ganzen Bohraktion. Ich habe mir meine Bügelmessschraube schon mal eingestellt. Wir sehen hier, die Oberfläche wird etwas rauer im Verhältnis oder im Vergleich zu der gehobenen Oberfläche. Das ist ganz normal. Wir sollten mit dem Bohrkopf immer in der Mittelposition, das heißt in der zentrierten Position, stehen bleiben. Weil wir in diesem rauen Zylinder nicht so gut zentrieren können wie in einem glatten Zylinder. Das machen wir jetzt, indem wir hier einfach nichts verändern und immer in dieser Achse stehen bleiben. Und ich werde jetzt gleich weiter zustellen, bis der Zylinder auf Maß ist. So, die Kolben habe ich schon vermessen. Das Maß habe ich draufgeschrieben. Ist hier in diesem Fall 87,41 mm. Wie man so einen Kolben genau vermisst, wenn ihr das wollt, kann ich das euch gerne nochmal zeigen. Denn wir haben hier so ein paar Besonderheiten mit der Gleitlackbeschichtung und der Lücke da drin. Ich habe hier das Maß übertragen auf meine Bügelmessschraube und übertrage das Maß jetzt im Prinzip auf meine Stielmessuhr. So können wir keine Messfehler machen, denn die Bügelmessschraube ist geklemmt und ich übernehme jetzt einfach das Maß und stelle die Messuhr im Prinzip auf 0. So, das passt. Und wenn ich jetzt auf das Kolbenmaß bohre, dann bleibt uns ja immer noch genug Fleisch, damit wir im Prinzip nachher honen können. Denn zwischen dem Kolben und dem Zylinder besteht ja immer ein gewisses Kolbenspiel. Das ist in diesem Fall sind es 7/800. Und deswegen können wir ruhig aufs Kolbenmaß bohren. Das ist immer eine ganz, ganz gute Ausgangsposition, bevor es dann zum Hohen geht. Wir sind jetzt hier 3/10 vor Maß. Also hier wäre unsere Null. Da wollen wir hin. Und wir sind jetzt noch 3/10 davor. Da wäre 0,5 mm, also 5/10, ausbohren, haben wir genau 2/10 ausgebohrt. Das bedeutet, unsere Zustellvorrichtung, unsere Messuhr, zeigt uns die Zustellung im Durchmesser an. Da muss man immer darauf achten, denn wenn ihr die Schneide jetzt tatsächlich im tatsächlichen Maß, also im Radius nennt man das, 2/10 rausgestellt hättet, hättet ihr von der Bohrung auf der einen Seite und auf der anderen Seite 2/10 abgenommen und wäre dann im Durchmesser doppelt so groß gewesen. Unsere Messuhr erleichtert uns das. Die gibt uns einfach nur das Durchmessermaß an. Das heißt, sie zeigt im Prinzip immer nur die Hälfte an. Und im Durchmesser gesehen ist es dann wieder das richtige Maß. Das ist schön einfach. So, ich nehme also jetzt meine Messuhr, hefte sie wie beim ersten Mal an den Bohrkopf, schaue, dass alles fest ist. Dann stelle ich den Zeiger auf 0, beziehungsweise die Skala. Löse den Meißel und kann im Prinzip von hinten, wenn ich ein bisschen klopfe, dort jetzt den Meißel raustreiben. So, das sind unsere 3/10 im Durchmesser, die wir jetzt zugestellt haben. Dann wollen wir mal schauen, ob man das auch bohrt. So, wir sind jetzt durchgefahren, wir haben 3/10 zugestellt. Dann schauen wir mal, was wir tatsächlich rausgenommen haben. Ich messe mal so, dass ihr zugucken könnt. So, oje. Wir sind genau auf 0, das heißt jetzt genau auf Kolbendurchmesser. Also im Prinzip genau dorthin, wo wir hin wollten. Das Maß lasse ich jetzt stehen. Und ja, wir haben die coole Funktion,
der NC-Maschine, also Numeric Control nennt sich das. Das heißt, ich kann hier Koordinaten eingeben und die Maschine fährt auf diese Koordinaten und fährt dadurch halt jeden einzelnen Zylinder jetzt nochmal an und bohrt genau das Maß. Und ja, das werde ich jetzt mal einprogrammieren. Ja, wir haben hier sogenannte H-Stops und V-Stops. Das sind einmal die horizontalen und einmal die vertikalen Stops. Ich stelle als erstes die vertikalen Stops ein. So, das ist im Prinzip immer der Zylinderabstand. Den habe ich jetzt gerade mit dem Zollstock gemessen. Das sind 92 mm. Da müsste ich jetzt meinen Taschenrechner rausholen und im Prinzip immer weiter rechnen. Das heißt, 92 plus 92, jetzt kriegen wir im Kopf noch hin, sind 184. Dann wieder plus 92, sind 276. Grüße erstmal meinen Mathelehrer jetzt hier, dass ich das mit dem Taschenrechner rechne. Der würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn er schon tot ist. So. Den siebten Zylinder haben wir nicht. Wir können jetzt hier in dieser Maschine insgesamt 12 Zylinder einprogrammieren. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, ja, es gibt doch gar keinen 12-Zylinder-Reihenmotor. Nein, aber ich kann jetzt zum Beispiel 3-4-Zylinder auf einmal bohren, wenn es die gleichen Blöcke und die gleichen Bohrungsdurchmesser sind. So, von den V-Stops ist es etwas schlanker geschaltet. Wir haben nur im Prinzip 3 V-Stops. Der erste ist zum Zentrieren im Prinzip, der fährt jetzt ein Zehntel runter. Der zweite ist unsere untere Bohrtiefe, 152 habe ich jetzt mal eingestellt. Wir haben 150 eben gemessen, aber soll ein bisschen weiter unten rausfahren, damit wir auf Nummer sicher gehen, dass wirklich die ganze Bohrung gebohrt ist. Und der letzte V-Stop ist unser Sicherheitsabstand. Das heißt, der Bohrkopf fährt nachher 35 mm über den Block, also über das Werkstück, damit wir keinen Schaden beim Überführen in den nächsten Zylinder kriegen. Sonst würde man einen Crash bauen. Das wäre nicht so schön. Würden wir zwar ein paar Klickzahlen generieren, aber ich glaube, der Kunde findet das nicht so lustig. Ja. So, in den letzten 30 Minuten hat die Maschine jetzt für uns den Block gebohrt und wir müssen jetzt im Prinzip nur noch einmal das Maß überprüfen und dann sind wir auch schon durch soweit. Wenn die Maschine gut gearbeitet hat, dann haben wir hier an jeder Stelle das gleiche Maß. Sieht gut aus. Oh, hier sind wir ein Hundertstel kleiner. Das ist gut. Gut. Noch gerade die Rundheit einmal überprüfen. Aber so wichtig ist das Maß jetzt nicht, denn wir werden den Zylinder ja noch mindestens 700stel aufhonen. Und das zeigen wir euch im nächsten Video. Der Block hinter uns ist jetzt fertiggestellt. Die Bearbeitung bestand im Wesentlichen aus dem Zentrieren, dem Nullpunkt finden, dem Zustellen und dem Aufmaßbohren der Zylinder. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Im nächsten Video zeigen wir euch, wie wir den weiter bearbeiten, wie wir den also hohen. Wir freuen uns über Feedback zu diesem Technikvideo und ja, abonniert uns, wenn ihr euch dazu noch nicht entschieden habt und schreibt auf jeden Fall was in die Kommentare, damit wir weiter vorankommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Marvin. Das machst du nicht rein.